Cybersecurity betrifft alle Unternehmen. Die NIS2-Verordnung bedeutet die Umsetzung von strengeren IT-Sicherheitsregeln. Der Senat der Wirtschaft lädt gemeinsam mit dem Tech-Unicorn Copperdata zum Get-Together ein, um über die Gefahren, aber auch über Lösungen zu diskutieren. Wirtschafter sind wir alle. Und das Großartige ist eben, dass Unternehmen das selbstbestimmt machen und nicht irgendwie das, weil sie aufgefordert werden, institutionell oder durch Vorschriften und dergleichen, sondern man geht her und sagt einfach, da haben wir wichtige Themen, die müssen wir miteinander besprechen, denn im Wir können wir es leichter lösen. Und Copperdata ist so ein Vorbildunternehmen auf dem Gebiet, wo der Senat stolz ist, darauf mit Copperdata zusammenarbeiten zu dürfen. Ich denke, es ist ein Thema, ja, von dem jeder betroffen ist. Klein, mittelständisches Unternehmen, aber genauso natürlich große Unternehmen. Das betrifft im Endeffekt jeden ein Stück weit. Das heißt, diese Aussage, ja, ich bin eh zu klein für Cyberangriffe, die kann man so nicht gelten lassen und stehen lassen. Insofern ist es ein Thema, was alle betrifft. Und ich denke, es ist gut, dass wir uns alle entsprechend auch vorbereiten. Es kann jeden treffen. Wir werden heute auch noch ein Beispiel hören, wo das auch passiert ist und was es für Konsequenzen mit sich bringen kann. Insofern ist es unser kleiner Beitrag, gemeinsam mit dem Senat der Wirtschaft hier zum Thema auch ein bisschen aufzuklären. Ja, also die NIS-2-Umsetzung ist natürlich die Herausforderung, die wir generell auf Bundesebene auch haben. Sie ist ja nach der Begutachtung jetzt einmal in weiterer Folge. Aber die Herausforderung, die an sich darin besteht, dass wir da nicht zu überbordend sind und nicht wieder mal den österreichischen Weg gehen und sagen, wir sind Musterschüler im Vergleich zu den anderen europäischen Richtlinien. Da müssen wir schon darauf achten, dass es auch wirtschaftsverträglich ist und dass es auch für die Betriebe auch in der Umsetzung gut passt. NIS 2 ist eine Regelung, um die Cybersicherheit der Europäischen Union zu erhöhen und der einzelnen Mitgliedstaaten. Das trifft alle Unternehmen ab einer gewissen Größe und vor allem gibt es noch eine zweite Feinheit, da geht es um die Absicherung der Lieferkette. Das heißt, wenn du kleiner bist und einem Unternehmen dieser Größe zuarbeitest, dann muss dieses NIS 2 unterworfene Unternehmen auch die Lieferkette überprüfen. Und das ist natürlich auch für kleine Unternehmen eine Challenge, weil du musst das technisch, organisatorisch und auch natürlich operativ umsetzen. Die Leute haben nach der DSGVO begriffen, dass sie zumindest Mindeststandards einhalten sollen und dass nicht nur die personenbezogenen Daten, sondern auch die Geschäftsdaten geschützt werden. Und jetzt wird das Ganze noch potenziert. Jetzt geht es auch um die Produktion, jetzt geht es um die Ablieferung, Sicherung der Lieferketten. Das heißt, man muss einfach schauen, dass die Geschäftsprozesse laufen, dass die Business Continuity tatsächlich gewährleistet bleibt. Wir von Regionalfernsehen, wir bringen Sendungen über die verschiedensten Teile, Cybersicherheit oder künstliche Intelligenz, Automatisierung und so weiter, weil wir die Bevölkerung einfach informieren wollen darüber, was es alles gibt und vor allem auch konstruktiv informieren und keine Panikmache verbreiten. Sicherheit ist das oberste Gebot, wenn man bei uns ein Beispiel gesehen hat, wo wir gehackt worden sind, weil da geht ja gar nichts mehr. Ne? Und man ist vor Herausforderungen gestellt, die was man eigentlich ja vorher gar nicht beschreiben kann. Wenn eigentlich gar nichts mehr geht, erstens mal ist es eine riesige Belastung für die gesamte Organisation, für das Management, für die Mitarbeiter und auch natürlich auch für die Kunden und Zulieferbetriebe, weil man kann nichts mehr produzieren, man kann nichts mehr verkaufen, man kann nichts mehr annehmen und eigentlich gar nichts. Deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass man diesen Bogen spannt, auch die Systeme evaluiert, ja, und auch jetzt schon beginnt, auch die Maßnahmen zu treffen, damit sowas eigentlich nicht passieren kann oder sollte, weil auszuschließen ist es ja nie, dass man gehackt wird. Ich glaube, wir sind alle davon betroffen, vom Thema Datensicherheit, weil wir dürfen immer daran denken, dass die Maschinen, die unsere Lebensmittel, unsere Waren, unsere Autos, unsere Computer produzieren, alle natürlich an IT-Systemen hängen und diese Systeme sehr gefährdet sind von externen Angriffen bedroht und das auch immer wieder passiert. Ne? In diesem Jahr ist es die dritte Senatsveranstaltung und ich bin immer froh dabei zu sein, weil einfach der Austausch super ist. Man lernt erstens nicht nur neue spannende Persönlichkeiten kennen, sondern man lernt auch ganz viele andere Felder kennen, von denen man vielleicht oft gar nichts gehört hat und dann eintaucht und wirklich ganz, ganz spannende neue Ideen da auch immer wieder mitnehmen kann für sich selber. Man fühlt sich bestätigt, weil wir als Anwaltskanzlei natürlich ganz besondere Schutzmaßnahmen ergreifen müssen und sind also hier auch Gott sei Dank in guter Beratung und ich kann nur beipflichten, man muss nicht sparen am Beginn, weil am Ende wird es besonders teuer.